Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Aufgabe der Lead Coding Challenge, Tag 15. Wir sind jetzt inzwischen in der dritten Woche angelangt und schauen uns mal an, was da die Aufgabenstellung ist. Das Ganze ein bisschen größer, damit man es auch lesen kann. Aufgabenstellung heißt Product of Array Except Self. Worum geht's? Wir kriegen irgendeine Liste mit irgendwelchen Zahlen. Und zwar hat diese Liste immer mehr als ein Element, also sprich mindestens zwei Elemente. Und die Zahlen können aber eben auch Integer, also positiv, negativ oder auch Nullen sein. Und wir sollen dann als Output zurückgeben, das, was rauskommt, wenn wir das Produkt aller Zahlen aus dem Array Nums ermitteln, mit Ausnahme der Zahl, auf der gerade der Index steht. So, um das zu erklären, gehen wir mal in dieses Beispiel rein. Wir haben hier so ein Input-Array und wir fangen mal an mit dem Index 0, sprich mit dem ersten Element. Und die Aufgabe ist jetzt, das Produkt aus Input zu ermitteln, mit Ausnahme des ersten Elements. Das heißt, wir multiplizieren 2 mal 3 mal 4. 2 mal 3 ist 6, mal 4 ist 24. Und dieses Ergebnis schreiben wir dann in das erste Element von Output. Dann gehen wir zum zweiten Element von Input und multiplizieren alle Zahlen aus Input mit Ausnahme der 2. Also 1 mal 3 mal 4, das ist 12 und schreiben das als zweites Element in Output. Dann gehen wir in die dritte Position von Input und multiplizieren 1 mal 2 mal 4 ist 8 und schreiben das in das dritte Element von Output und dann sind wir schließlich im vierten Element vom Input und multiplizieren 1 mal 2 mal 3. Das ist bei mir 6 und das schreiben wir an die vierte Position vom Output. Das Ganze wird noch ein bisschen erschwert dadurch, dass wir die Aufgabenstellung haben, das Ganze ohne Division zu lösen und wir sollen es in linearer Zeit lösen. Das heißt, wir sollen jetzt nicht viermal diese Liste durchgehen oder 4 hoch n diese Liste durchgehen oder n hoch 2, also exponentiell irgendwie unterwegs sein, sondern wir sollen am besten ein einziges Mal durch die Liste durchgehen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht geschafft. Ich habe es nur geschafft mit, die Liste wird zweimal durchgegangen. Also ist bei mir die Lösung n mal 2, ist die Rechenoperation. Aber wenn irgendjemand es schafft, das in n mal 1 durchzuführen, wunderbar. Gerne mal die Lösung posten. Das wäre mal interessant, sich das anzuschauen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das ganze Programm technisch umsetzen. Ja, dann haben wir hier schon mal die Vorgabewerte für das Programm mit der entsprechenden Funktion, die hier vorgegeben ist als Kopfdaten. Und bevor wir jetzt gleich in die Programmierung einsteigen, gehen wir erstmal in den Algorithmus rein. Wie funktioniert das überhaupt? Dazu habe ich mir mal dieses Input-Beispiel hier rauskopiert und sage, das ist unsere Aufgabenstellung Input. Und der Algorithmus funktioniert so, dass wir uns hier zwei Hilfslisten bauen. Ich nenne eine Hilfsliste mal links und ich zeige mal, wie diese Hilfsliste dann aufgebaut wird. Und als erstes ist diese Hilfsliste mit so vielen Einsen gefüllt, wie es Stellen in der Inputliste gibt. Das machen wir als erstes und dann geht's los mit dem Algorithmus. Und zwar von links nach rechts gehen wir jetzt diese Inputliste durch. Und das Erste, was wir machen, wir starten bei der ersten Position, sprich Index 0. Und dann schauen wir von diesem Element in der Liste nach links in der Liste, was denn links von diesem Element vorhanden ist an Werten. Und da wir auf dem ersten Element stehen, ist links von dem ersten Element gar nichts. Und das führt dazu, dass wir immer hier an der entsprechenden ersten Position der Hilfsliste links eine 1 einfügen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier alles mit Einsen gefüllt haben. Das muss ich also nicht mehr machen. Da ist schon eine 1. Dann haben wir die erste Position abgehandelt und jetzt gehen wir in die zweite Position der Inputliste. Und auch da schauen wir von dieser Position, Index 1, nach links rüber und schauen, was dort für eine Zahl steht. Da steht eine 1. Und diese Zahl multiplizieren wir mit der gleichen Position in der Liste links. Sprich auch hier Index 0 aus Liste links. Und dann sagen wir 1 mal 1, das Ergebnis ist 1 und das Ergebnis wird an die Position, auf der wir in der Inputliste stehen, in der Linksliste eingefügt.
Da steht jetzt zufällig schon eine 1. Also insofern würde man jetzt hier sagen, okay, auf Position 2 in links kommt dann die 1 rein, weil wir auf Position 2 Input stehen. Dann machen wir das mit Position 3 Input. Wir schauen also nach links, sehen, dass dort eine 2 in Input steht, multiplizieren die mit der zweiten Position aus links. Das Ergebnis 2 mal 1 ist 2, schreiben wir an die dritte Position aus links. Und dann schließlich sind wir auf der vierten Position aus Input. Schauen nach links, da steht eine 3. Ups, habe ich ihm gerade hier eine 3 eingefügt. Ich wollte da eine 2 einfügen. Einmal 2 ist ja 2. Also wir sind hier auf der vierten Position aus Input, gehen nach links, finden eine 3, multiplizieren die mit der 2, das Ergebnis ist 6 und schreiben das an die vierte Position von links. Und damit haben wir in links stehen 1, 1, 2, 6. Und die zweite Hilfsliste, die wir uns anlegen, die nennen wir rechts. Und auch die wird gefüllt mit Einsen. Und hier gehen wir jetzt aber von rechts nach links vor und sagen, wir stehen auf dem letzten Element von Input. Und wir schauen nach rechts, was von dem letzten Element rechts daneben an Zahlen steht. Da steht gar keine Zahl. Also fügen wir hier eine 1 ein. Das ist derselbe Grund, warum wir hier auch wieder Einsen eingefüllt haben. Die steht da schon, prima. Dann gehen wir, wie gesagt, von rechts nach links. Wir sind rechts, haben wir angefangen. Jetzt sind wir auf dem vorletzten Element und schauen nach rechts. Dort finden wir eine 4. Die 4 multiplizieren wir mit der 1. Ergebnis ist 4 und das schreiben wir an die Position, auf der wir gerade stehen, in die Rechtsliste rein. Also kommt hier eine 4 rein. Dann gehen wir an die drittletzte Stelle, von rechts nach links, schauen nach rechts, da ist eine 3. Die 3 wird mit der 4 multipliziert, Ergebnis ist 12. Und dann sind wir schließlich an der ersten Position, schauen nach rechts, finden eine 2. 2 mal 12 ist 24 und tippen hier 24 ein als Ergebnis. Und damit haben wir unsere Hilfslisten produziert und ich rücke das mal so ein bisschen rüber, damit die ein bisschen untereinander stehen. Und das ist jetzt das Ergebnis dieser ganzen Vorgehensweise. Und das ist ja prima, aber wie kriegen wir jetzt daraus das Ergebnis der Produkte, die wir ja zurückliefern? Das heißt, wir müssen ja irgendwie einen Output generieren. Und der Output ist nichts anderes als elementweise die Multiplikation aus links und rechts. Also auf gut Deutsch das erste Element aus links, 1, mal das erste Element aus rechts, 24 ist 24, einmal 24 ist 24, einmal 12 ist 12, 2 mal 4 ist 8 und 6 mal 1 ist 6. Also haben wir als Ergebnis dieser Berechnungen aus links und rechts 24, 12, 8, 6. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das richtige Ergebnis gewesen wäre. 24, 12, 8, 6. Und damit hätten wir das richtige Ergebnis raus. Und das war der Algorithmus. Und jetzt steigen wir mal ein in die programmtechnische Umsetzung. Das machen wir folgendermaßen. Das erste, was wir machen, ist, wir speichern uns mal die Länge der Nums ab, weil wir die irgendwie brauchen. Und zwar mehrfach. Und das zweite ist, wir legen uns jetzt eine links und eine rechts an. Und das sind eigentlich Listen, aber ich habe ja gesagt, ich möchte die am Anfang füllen mit Einsen. Also sage ich, links ist eine Liste mit 1 und zwar mal L. Dann legt er mir sofort eben eine Liste an, die enthält genau so viele Einsen, wie es Stellen in der Liste Nums gibt. Und genau dasselbe mache ich mit der Liste rechts. Also auch hier 1 mal L. Das ist Nummer 2. Und dann sagen wir schon, okay, wir gehen jetzt die Liste durch. Und zwar vor, ich sage jetzt mal Index in Range. Und da wir wissen, dass am Anfang einer Liste, also am Anfang von links und am Ende von rechts, immer eine 1 steht und die steht da schon drin, können wir uns diese erste Stelle sparen. Da muss immer eine 1 drin stehen. Das kann gar nicht anders sein. Links vom ersten Element und rechts vom letzten Element steht nie irgendwas und das wird immer mit einer 1 ausgefüllt und die steht schon drin.
können wir uns eben diese Position sparen. Also sagen wir, wir fangen nicht bei 0 an, sondern wir fangen bei 1 an und wir gehen bis L, bis zur Länge der Liste durch. So, und dann füllen wir jetzt links. Links, und zwar auf der Position i. Wir sind jetzt quasi auf dem zweiten Element mit dem Index 1. Wir stehen jetzt auf dieser Position und da habe ich dann ja gesagt, die Rechnung, die wir hier durchführen, ist, wir nehmen uns links von dieser Position, das i steht auf 1, also Index 1, also links von dieser Position ist also i minus 1. Also nehmen wir uns ist gleich Nums, i minus 1 mal und das multiplizieren wir mit der Position aus links und zwar auch i minus 1. Also sagen wir hier mal links i minus 1. Und das, was da rauskommt, das ist hier 1 mal 1, schreiben wir in die Liste links an der Position von i. I steht auf 1, also schreiben wir hier eine 1 rein. Ja, jetzt füllen wir die rechte Liste und das machen wir mit rechts. Und die erste Frage ist, an welche Position muss ich in rechts schreiben? Also wir sagen, ja, wir wollen ja nicht an diese Position, die haben wir ja übersprungen. Also ganz rechts wollen wir nicht anfangen, wir wollen ja auf dieser Position schreiben. Ganz rechts wäre, das ist das letzte Element, ist immer minus 1. Minus 1 ist immer das letzte Element einer Liste. Wir müssten jetzt aber eigentlich auf minus 2 gehen. Das ist nämlich das vorletzte Element einer Liste. Und wie kriegen wir das raus? Unser i steht auf 1. Dann können wir erstmal sagen, wir nehmen minus i. Dann sind wir auf der letzten Position der Liste. Und dann ziehen wir davon nochmal eine minus 1 ab und sind dann auf dem vorletzten Element der Liste. Auf diese Position schreiben wir jetzt das Ergebnis einer Multiplikation. Und die Multiplikation ist das letzte Element aus Nums und Nums ist dann minus i. Und zwar mal das letzte Element aus rechts. Und das ist dann rechts minus i. Und das schreiben wir dann einfach in die vorletzte Position. Also auf gut Deutsch, wir multiplizieren 4 mal 1 und schreiben das dann an die vorletzte Position von rechts. Und das ist jetzt, das rechts auf der letzten Position abgefragt wird und Nums hier auf der auch letzten Position abgefragt wird, hängt damit zusammen, dass wir mit 1 angefangen haben und deswegen minus 1 ist dann immer die letzte Position. Wenn dann nachher das i auf 2 geht, multiplizieren wir hier die vorletzte Position und schreiben es auf die drittletzte Position. Das ist eben die Logik dabei. Gehen also von rechts nach links vor. Und das ist schon alles. Das ist quasi das Füllen dieser Listen, so wie ich es eben gerade schon erklärt habe, in einem einzigen Durchlauf. Und was geben wir jetzt zurück? Wir geben zurück die Multiplikation der Zahlen aus links und rechts. Und dazu gibt es ja eine sehr schöne Funktion namens ZIP. Und wir geben zurück eine Liste. Und da sagen wir, wir multiplizieren a und b vor a, b in ZIP links. Rechts. So, was macht ZIP links rechts? ZIP geht auf die erste Position in links und auf die erste Position in rechts, also auf gut Deutsch auf hier 1 und 24. Und 1 und 24 werden A und B zusortiert. Und dann schreiben wir in diese Liste, das ist ja, wir geben hier eine Liste zurück, 1 mal 24 an der ersten Position. Und dann geht diese Vorschleife in die nächste Position und dann nimmt er sich die zweite Position von links und multipliziert die mit der zweiten Position von rechts und schreibt 12 in die Liste. Also so entsteht dann diese Liste. Und das ist alles. Das ist die komplette Lösung. Und dann führen wir das mal aus. Und unsere Antwort ist korrekt, 24, 12, 8, 6. Und jetzt Submit. Ist auch komplett fehlerfrei durchgelaufen. Ja, hier sind wir mit 120 Millisekunden dabei und damit sind wir schneller als 82% aller anderen. Ja, das hier ist schon eine relativ optimierte Lösung. Allerdings braucht die relativ viel Speicherplatz. Sie braucht also einerseits diese Nums als Array, dann haben wir zwei neue Arrays hinzugefügt, Left und Right,
Und dann schließlich noch ein Array, was wir zurückliefern, ganz zum Schluss, wenn wir hier diese ZIP-Aktion machen. Und wir können das Ganze nochmal optimieren, was den Platz angeht, indem man halt sagt, wir verzichten jetzt mal auf Left und Right, sondern wir definieren uns einen Output und sagen Output gleich 1 mal L. Und dann verzichten wir auf das hier. Und gehen dann auch hier wieder durch diese Liste durch, so ähnlich wie wir es eben gerade gemacht haben. Jetzt sagen wir hier allerdings statt Left, sagen wir Output ist gleich das und füllen diese Liste quasi erst einmal von links nach rechts. Und danach, und das ist eben der Nachteil dieser Methode, gehen wir nochmal die Liste durch, allerdings jetzt von rechts nach links und sagen dann for i in range 1,L, wobei 1,L stimmt gar nicht, sondern wir gehen komplett durch die komplette Liste durch von 0, weil wir jetzt ja von rechts nach links und das machen wir rückwärts, also sagen wir hier reversed und drehen einfach diese Vorgehensweise um. Und das zweite ist, wir schleppen hier so eine Art Multiplikation mit uns rum, die dann erhöht wird. Also sagen wir Faktor gleich 1. Und dann sagen wir Output i ist das Ergebnis aus Output i mal Faktor. Und multiplizieren einfach von rechts nach links die Zahlen, die schon in Output drin stehen. Das sind die von links nach rechts schon aufaddierten Geschichten. Und danach erhöhen wir dann den Faktor, indem wir den Faktor multiplizieren mit Nums aus i. Und das ist dann immer von ganz rechts. Und alles, was wir dann zurückgeben, ist Output. Ach so, Left ist nicht schlecht. Output i ist gleich mal Output. Das Left haben wir ja komplett eliminiert. Ansonsten bleibt ja alles gleich. Ja, die Antwort hier stimmt. Dann sagen wir nochmal Submit. Accepted. More details. 120 Millisekunden. Wir sind jetzt hier genauso schnell. Ich habe das mal in der Zeitmessung gehabt. Die erste Lösung war bei mir in der Zeitmessung schneller. Bloß wir haben jetzt, sagt er mir hier 20,3 Megabyte verbraucht. Warum auch immer. Ich glaube, die andere Lösung war bei 20,5 Megabyte oder 20,8 Megabyte. Also minimal Platz gespart, indem man hier auf diese Geschichte mit links und rechts verzichtet hat. Aber so wahnsinnig viel ist das ja auch nicht. Ne? Das ist eben eine zweite Möglichkeit, wie man das Ganze macht, indem man halt einfach mal einmal durchorgelt, dann nochmal durchorgelt. Letztendlich, was die Anzahl der Operationen angeht, sind wir hier auch wieder bei n mal 2. Weil wir vorher eben einmal die Liste durchgearbeitet haben und dann links und rechts gleichgefüllt haben, danach dann aber nochmal über dieses ZIP die Liste nochmal durchgearbeitet haben, um eine neue Liste zu erzeugen, die Output-Liste. Und hier gehen wir auch zweimal durch, nämlich hier einmal und hier noch einmal. Und das Zusammenfügen der Ergebnisse aus links und rechts können wir uns sparen, weil wir quasi in place im Output schon die Ergebnisse aktualisiert haben. Ja, das soll es von mir gewesen sein für heute und wir hören uns dann morgen bei der nächsten Aufgabe der LeetCode Challenge. Bis denn, ciao.